Willkommen zurück zu Tales of Cestiria. Beim letzten Mal hatten wir erfahren, was denn unser Weg denn jetzt weitestgehend halt so bedeutet, unser Weg des Hirten und wohin uns unser Weg so ein bisschen führen mag, außer halt, hey Mensch, schau dich mal in der Stadt um, vielleicht findest du da nochmal irgendwas. Erkunde noch einmal Damensee. Das heißt, ja, wo gehen wir denn da am besten hin? Sollen wir da tatsächlich durch die ganze Stadt nochmal laufen und mal gucken, hey Mensch, ne, wo und wie und was? Können wir natürlich tun, das ist gar kein Problem. Wir gucken mal, wo wir denn irgendwie was ist das? Ich habe Fürstin Maltran am Heiligtum gesehen. Da gehen wir gleich mal zum Heiligtum. Fürstin Maltran war ja die, was war das, lilahaarige, die uns Alicia da vorgestellt hat. Die uns kalte Schulter zeigt. Oh, hallo. Das. Now I've grasped this area is quite well. Watch it. There's someone suspicious afoot. Is it a turtle hellion? The hell's you mean turtles hellion? I'm just a turtles. Turtles? So wait a minute. Are they seraphim? Turtles are turtles. Can't you tell from looking at us? Oh, sorry. Oh, brave new world that has such turtles in it. Ain't you's ever seen a turtles before? No. What are you, some bumpkins? Well, lucky for yous guys, we turtles are a forgiving bunch. Well, thank you. You guys sure are kind. Of course. The big heartedness of the turtles is proportional to the size of our shells. And what were you doing here? I'm making maps for our purposes. Oh, maps! Come to think of it, we don't have any decent maps. The one in the Celestial Record is quite old. Yous guys sure are reckless. Says, can I sell you some of my maps? They're chock full of useful informations. Thanks. It's a big help. Okay, Karte kostet 100. Galt. Geld. Keine Ahnung. Willst du sie? Ja. Thank yous. I'm darn pleased that you bought my maps. Okay, du hast von Turtles eine Abenteuerkarte gekauft. Diese Karte fügt deiner Weltkarte geografische Informationen hinzu. Da sie aus Sicht der Turtles verfasst wurde, könnte es einige Unstimmigkeiten geben, aber du kannst neue Orte damit finden, die du noch nicht besucht hast. Falls du dich verlaufen hast, versuche einen Turtles in der nächsten Stadt zu finden und kaufe eine Karte von ihm. Okay. Abenteuerkarte von Seegedöns. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn jetzt das Blaue da? Ist das eine Schatztruhe oder was soll es darstellen? Ich meine, wir haben zwar hier eine Truhe, aber was genau ist es jetzt? Ich habe keine Ahnung. Nein. So. Achso, da kann ich jetzt einfach nur sehen, was für Monster da sind, okay. Ja, und welchen Vorteil hat das jetzt, dass ich jetzt die Karte gekauft habe, jetzt genau? Ich meine, ich sehe jetzt keinen sonderlich großen Unterschied. Auch hier jetzt nicht unbedingt. Was ist mit dir hier? Er hat sich bei der Anwesenheitskontrolle nicht gemeldet. Du glaubst doch nicht, dass er noch da unten im Wasserlauf ist, oder? An underground waterway. Sounds worth looking into. Aha. So one of them hasn't returned yet. Wonder if he's okay. Das hier, ja? Na gut, dann treten wir mal ein. Are you going? Yeah, I'm worried about anyone who isn't coming back. Saray. Aber was ist denn jetzt mit der Frau Fürstin? Hast du nicht gesehen hier? Und was ist mit dir jetzt eigentlich noch? Ich kann mit dir ja auch noch reden hier. Warte. Ich hab alles voll Blick. Kommt mir nicht so einfach davon. Ja. Komm. Dann will ich mal ganz kurz gucken, was ich da im Heiligtum mit der Fürstin von hast du nicht gesehen. Ich meine, das muss ja auch noch einen Grund haben, warum die jetzt da beim Heiligtum rumsteht, wenn die Leute schon davon reden. Ne? Deswegen einfach noch mal ganz kurz gucken. Wir nehmen uns einfach mal die Zeit. Man kann ja einfach mal umgucken und so, ne?
Können wir bestimmt einfach das Heiligtum eintreten hier. Nur wenn Pater Preunor sehe, ist er tief im Gebet versunken. Ich habe gehört, dass die Brücke vom Falkwindhang weggespült worden ist. Naja, mal gucken. So, hier ist jetzt nicht ganz so viel. Okay, aber ich könnte da mal speichern. Und da ist eine Kiste, die ich wahrscheinlich nicht aufkriege. Jo, Schatztruhe ist fest verschlossen. Verdammt. So, hier. Einfach mal hier speichern, weil ich hier noch nicht gespeichert habe. Vertreibt bestimmt ein Stückchen Dunkelheit oder so. Ich habe keine Ahnung. Da könnte ich rausgehen, aber... So wie zum Thema, hier ist die Fürstin. Was hast du denn zu sagen? Hallo Vater, Entschuldigung, dass mein Sohn Schwierigkeiten gemacht hat. Ich habe ihn schon eine ordentliche Predigt gehalten. Keine Sorge, ist alles wieder in Ordnung. Ja, ich guck mir das selber auch nochmal an. Komm mal mit, kleiner Junge. Ja. So, und wer ist das hier, komischer Bischof? Es stimmt, die Seraphim wissen um deinen würdigen und leidenschaftlichen Beitrag. Denk daran, bleibe fest in deinem Glauben, dann wird dir Gutes widerfahren. Ich habe es den Priestern und Seraphim zu verdanken, dass ich immer noch gesund bin und mit meinen Enkeln leben kann. Ja, die Seraphim haben dafür ganz viel getan. Ganz viel. Die passen immer aufeinander auf. Ja, aber... ABBA ist eine Band, kommt aus Schweden. Ich glaube nicht, dass die jetzt so viel damit zu tun hatten. So, dann suchen wir mal die vermisste Person. In den komischen Eingang, den wir da schon mal gesehen haben. Wird bestimmt super. Ganz toll wird das. Ich habe keine Ahnung. So, einfach mal rein hier. You can feel it, can't you? I can. There's definitely strong malevolence coming from the center of town. I must say, your ability is indeed impeccable. It looks like you're acclimating to your power already, far faster than I'd even imagined. I am? The day when you will come into the true power of the Shepherd is not far off. What kind of power is that? Oof. Oh, sorry about that. You were saying? Well, we'll find out soon enough. Yep. Ach ja, die Layla. Süße kleine Tüche. Hier, speichern, zack. Ja, also die ist mir sehr sympathisch. So, da oben ist eine Leiter, wo wir nicht rankommen. Bleib doch gleich draußen. Oh nein, es ist ein Schleim. Es verschlingt Viechers. No way. I'm helping too. I told you, Layla and I have this. Get back. Da jemand wütend? Nein, weiß ja nicht. Slimes can soften physical attacks with their body. Does that mean it's harder to defeat them? No, I just meant that the person inside should be fine. Well, there's some good news. Okay. Na, wenn ihr es sagt. Hält aber auch einiges aus, meine Güte. So. Elegant ausgewichen. Verdammt. Jetzt haben wir tatsächlich so die ersten richtig stärkeren Gegner hier, ja? Okay. Der hat als Schwäche Feuer natürlich. Das haben die meisten Schleime in irgendwelchen RPGs. Ist ja nun mal so. Zack. So, wir kriegen Levelaufstieg. Wir haben ein neues Arte erlernt und wir kriegen eine Segenskugel. Okay. Und kupferner Schlüssel für keine Ahnung was. Figurenwechsel. Wenn du im Kampf die Steuerung zur nächsten Figur rechts wechseln willst, öffne das Menü mit Y und drücke Start, wenn du deine Standardfigur für den Kampf wechseln möchtest. Aha. Also kann ich doch die Figur wechseln. Okay, kannst du das im Hauptmenü tun, wenn, was? Wenn du deine Standardfigur für den Kampf wechseln möchtest, kannst du das im Hauptmenü tun, wenn du nicht im Kampf bist. Das ist alles, ganz einfach. Oh, noch etwas. Es gibt wohl einige Kampfaktionen, die du nur auf höheren Schwierigkeitsgrad bekommst. Aha.
thank you for rescuing me. What on earth happened? He wouldn't believe you even if you told him. You were drowning. I was? Thank goodness you showed up then. I should head back and lie down for a bit. I'm fine, I promise. I can get back by myself. All right then. Now we can romp around the ruins without that weighing on our minds. Mikleo? From now on, I'm fighting too. But you don't have the power of purification. So what are you asking me to do? Stand around behind you and twiddle my thumbs? I didn't come along just to be a liability for you. Mikleo. Lila, is there any way I could use the power of purification as well? There is one way. You could become a sublord and place your power alongside mine. And like me, you would need to dwell inside Saray, my vessel. I'll do it. No, hold on now. You need to think about this first. I need to think about this? I don't recall a whole lot of thinking when you decided to become a shepherd. That was completely different. Is purifying Hellions your life dream? I doubt it. I am a Seraph. Hellions are my natural enemy. Is it so strange that I should want to eliminate them? I don't know. Do frogs try to eliminate snakes? Am I a frog to you? Why are you getting so hysterical? Listen to me, Mikleo. I'm not getting hysterical. Mikleo. Your liability will be waiting back at the inn. Saray, we should go after him. He said he's going back. Let him have his way. I see. This is youth, brotherhood between men. Hmm? But even so, you should know what you did was cruel. Surely you understand how Mikleo feels, don't you? I've decided. Huh? About what? Moving on ahead. Yes, this is a fine idea. I don't even get what you're talking about. Well, the ruins won't explore themselves, though that would be grand. Mhm. Und wir haben den kupfernen Schlüssel erhalten, einen Schlüssel für bronzene Schatztruhen und bestimmte Türen. Okay. Gut, aber wenn ich jetzt hier zum Gasthaus zurückgehe. Ja, gut. Mission sagt halt, ne, geh sowieso weiter. Gehen wir erstmal sowieso weiter. Ich habe keine Ahnung, was daraus wird, aber es wird bestimmt super. Hoffe ich. Glaube ich. Oh, hallo. 1000 Füßler. So, immer feste drauf. Kann zwar nichts mehr sehen, aber immer feste drauf. Wir haben irgendwie gewonnen, ohne dass ich was gesehen habe. Das ist super. Gesundheitswiederherstellung. Talent, Gesundheitswiederherstellung. Mit diesem Talent kannst du mit der Zeit KP wiederherstellen, während du umherläufst. Setz es ein, um in neu entdeckten Gebieten mit starken Feinden gesund zu werden. Es warnt dich zudem, wenn du einen Kampf mit angeschlagener Gesundheit beendest. Deshalb ist diese Begabung nützlich, wenn du dir wegen deiner Chancen im Kampf unsicher bist. Okay. Apropos Arte-Gedöns, da wollte ich ja hier nochmal ganz kurz gucken. Wir haben hier Schmetterzahn. Ein verborgenes Arte, bei dem der Anwender den Boden spaltet und einen Drehsprung folgen lässt. Kann angreifen und gleichzeitig niedrigen Angriffen des Gegners ausweichen. Warum ist das blau? Okay. Also wenn ich jetzt nach hinten und A drücke, ja? Ich hoffe, dass es so funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen das mal austesten. Ist hier noch irgendwas? Nö. Na, es wird schon. Das wird super. Muss auch noch ein bisschen darauf klarkommen, was jetzt verborgene Arte sind, was Kriegsarte sind und so weiter und so fort. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach, das alles auseinanderzuhalten. Can you figure out how to open it? A door with no keyhole, marked with the crest of the Kingdom of Highland. This is no door. Is it? It's a seal. A seal, is it?
When authorities find relics or artifacts that are politically inconvenient for the current regime, they tend to brand them forbidden and seal them away from prying eyes. And if the seal was placed there by the royal family, that would suggest the key is connected to them as well. Huh? What's up? You certainly are quite the budding archaeologist. Yeah. Ever since childhood, exploring ruins was pretty much the only hobby Mikleo and I ever had. That Mikleo, if I ever discovered anything, he'd run out the next day and discover something else. And? Oh, that's about it. Can you unlock the seal? Oh, right. I think I'll examine the door a bit more. Ich frage mich ja, was das für ein Hobby ist, ne? So Ruinenforscher, wenn es nur eine Ruine gibt in der Nähe, weißt du? Okay, gucken wir uns mal die Tür an. What could this be? Just need the key now. Ein Objekt verwenden. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Königliches Messer. Ein Messer, das vermutlich Alicia gehört. Ja, das verwenden wir mal. Yes. Well, it certainly is a unique key. It looks just like a knife. That's because it is. Okay. Also gut, dass ich den Dolch nicht verkauft habe. Das ist ein Monolith. Ja. Einstellung der Schwierigkeitsgrade. Schwierigkeitsgrad normal. Das ist der Standardschwierigkeitsgrad. Die Standardschwierigkeit. Spieler müssen sich mit der Erlangung von Stärke durch Ausrüstungsfusionen und dem Spielsystem auskennen. Es ist nicht allzu schwer, aber eine Herausforderung, wenn man nur wenige Erkundungen oder Ausrüstungsverbesserungen durchgeführt hat. Verbessere weiterhin deine Fähigkeiten und übernimm Nebenmissionen. Gar kein Problem. Habe ich sowieso vor. So, was haben wir hier noch? Hier ist nix. Kaufen sie jetzt auch nichts. Hier ist noch eine Fledermaus. Aha. Also tatsächlich nach hinten und A, dann mache ich da dieses andere Art, was ich da gemacht habe. Okay. Aktionspunktsuche. Talent, Aktionspunktsuche. Wenn du dich in der Nähe vom Fund... Ja gut, das wissen wir. Das haben wir schon mal gelesen. An unserer Fähigkeit stand das dran. Hui. Jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. So, und wer steht da? Ein Turtles? Reich von Finster-Turtles. Schildkröte Kröte zagt. Reinspazieren. Willkommen im Reich von Finster-Turtles. Wir nehmen alle Befehle entgegen. Jederzeit von allen, wenn wir dadurch etwas Kohle kriegen. Diese Art von Spielern sind wir hier im Reich von Finster-Turtles. Okay. Kaufen. Das ist auch nicht so die besten Sachen, ne? Feuerring können wir kaufen. Bernstein-Tiara können wir auch kaufen. Aber ganz ehrlich, im Moment bin ich da noch so ein bisschen geizig, weil es verglichen mit dem, was ich habe, relativ teuer ist.